bin hier mit dem Modedesigner und TV-Star Guido Maria Kretschmer. Herr Kretschmer, Sie haben sich in kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer erobert, besonders der Frauen. Was ist das für ein Gefühl? Oh, das ist ein schönes Gefühl. Also ich sehe das gar nicht so. Ich bin es ja selber, deswegen kann man den Weg gar nicht so nachvollziehen. Ich freue mich, dass die Leute mich mögen. Ich mag die Menschen auch. Ich glaube, das spüren die. Und ich bin auch einer von denen geblieben, die ich auch jeden Tag im Fernsehen habe. Und das ist vielleicht, wenn es überhaupt ein Geheimnis gibt, ist es vielleicht das Einzige, dass es keins ist. Wie schaffen Sie es denn, sich so abzugrenzen, sodass Sie Ihr Privatleben doch noch genießen können? Ach, ich grenze mich gar nicht so ab. Ich bin in meinem Leben, mein Leben ist eigentlich relativ normal geblieben. Ich schätze das, wenn Leute kommen. Ich habe natürlich ein bisschen auch ein Backup. Ich arbeite ja relativ viel und wenn ich zu Hause bin, bin ich ganz bei mir und gehe ich nicht mehr so viel raus. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, sodass ich jetzt nicht mehr so häufig denke, ach, jetzt laufe ich mal eben in die Stadt, sondern denke, ach nee, bleib mal schön hier im Garten. Aber ansonsten ist es ja auch was Positives und das wäre ja auch verrückt, wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, ich kann nicht mehr rausgehen. Natürlich kommen die Menschen dann, aber das ist ja auch eher Wertschätzung und deshalb finde ich das ganz in Ordnung. Sind Sie dann noch aufgeregt, wenn so viele Menschen nur wegen Ihnen kommen? Nee, ich war noch nie so richtig aufgeregt, muss ich sagen. Das ist Gott sei Dank in mir nicht angelegt, dass ich so menschenscheu bin. Ich habe das Gefühl, wenn da viele Menschen sind, dann fühle ich mich wohl. Ich lebe Menschen nicht als meine Feinde, sondern ich habe das, auch wenn da viel Live-Publikum ist, dann freue ich mich, ach, denke ich, ja, guck mal, alle da. So ist es eher. Und ich kann sehr gut alleine sein, aber ich kann sehr gut mit Menschen sein. Und ich bin aufgeregt wegen so Scheiß manchmal, wegen so Nichtigkeiten. Denke ich, hoffentlich kommt der Hund, läuft der nicht weg oder hoffentlich, also so dumme Sachen. Also hoffentlich brennt mir das Soufflé nicht an oder so. Sowas würde ich sagen, aber für mit Menschen und Fernsehen und Öffentlichkeit habe ich nicht so ein Problem. Nicht so aufgeregt wie die Reporter oder wie die Journalisten, die dann mit Ihnen in Kontakt kommen. Na, habe ich nicht das Gefühl, dass ich aufgeregt bin. Manchmal schon ein bisschen, aber ich bin Gott sei Dank nicht so, ich probiere mal ruhig zu bleiben und bleib bei mir und es macht mir irgendwie auch Freude. Aber es ist, glaube ich, in meinem Gen. Sonst würde es ja gar nicht funktionieren halt. Ne? Wenn ich jetzt immer aufgeregt wäre, dann würde ich das gar nicht schaffen. Nee, das kommt auch bei mir an. Also ich bin jetzt schon so ein bisschen entspannter. Ja, wirklich. Bitte. Kommen wir zu Ihrer Mode. Was sind so bestimmte Modesünden, gerade für den Sommer? Was sagt der Experte? Also ich glaube, die größte Modesünde für den Sommer ist immer, wenn man vielleicht nicht vorbereitet ist für den Sommer. Wenn man nicht richtig top gepflegt ist. Ich glaube, man muss ein bisschen gucken, wo vielleicht ein Härchen ist und dass die Füße gut in Schuss sind, dass man ein bisschen frisch ist und sich ein bisschen Frühlings-Sommer frisch gemacht hat. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss man gucken, was habe ich gerade für eine Figur. Wenn man natürlich gerade 3 Kilo zu viel hat, ist das eben so, da muss man eben auch lernen, mit den Kilos einen schönen Sommer zu haben. Und ich glaube, da muss man trotzdem auch mal was Fließendes tragen und was Leichtes und ein bisschen was Transparentes. Auch ich habe gar nicht so die Angst davor, dass manche Menschen eben auch ihren Körper zeigen, weil das ist, glaube ich, auch ihr gutes Recht. Wenn der Winter ein bisschen gut geschmeckt hat, dann kann es auch mal 3 Kilo zu viel sein. Das ist eins. Und dann glaube ich eben noch, dass man darauf achten sollte, dass man auch im Sommer die richtigen Farben trägt. Nicht, weil alle auf einmal immer gelb tragen und alle orange tragen, muss man das auch machen, sondern muss man überlegen, okay, wie sieht mein Sommer aus? Und wenn man so ein bisschen regulativ hat mit Farben und Styles und auch von hinten mal ein Foto sieht, dann würde ich sagen, geht's. Und das beschreiben Sie auch in Ihrem neuen Buch, Anziehungskraft, dass also Mode für alle Größen gedacht ist. Ja, weil ich glaube an die Kraft von Anziehungskraft. Warum? Ich wollte nicht so einen klassischen Ratgeber schreiben, wo man schreibt, ja, mach mal dies und das, was ich natürlich auch ein bisschen schreibe. Ich wollte eher mit Geschichten und Menschen das füllen, dass man sieht, mit Empathie und Verständnis für all die tollen Frauen, die es gibt, für die unterschiedlichen Figurtypen, weil es gibt viel mehr, als man denkt und auch viele Mischtypen. Und das war meine Freude zu sagen, guck mal, das sind Menschen, mit denen man mit Humor und auch, das sind ja alles reale Personen gewesen. Und auch in dem neuen Buch, was ich gerade mache, ist es ja genauso. Es sind ja fast sogar noch mehr Geschichten drin, weil ich es gerade schreibe. Es macht mir riesen Spaß, weil ich dadurch zeigen kann, guck mal, das ist eine Frau, die eigentlich vielleicht alles hat oder nicht hat, aber auch die hat ihre Sorgen und auch wenn die perfekt ist, hat die irgendwas an sich, was sie nicht mag. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Message für mich, auch für viele Frauen, auch im Fernsehen, dass man sich annimmt, wie man ist. Das ist ja kein Verdienst, sag ich mal, wenn du groß und schlank bist, das ist wunderbar. Aber manchmal ist es eben auch schwierig für so kleine, moppelige und die sollen auch gut durchs Leben kommen. Und ich will, dass Frauen wieder spüren, dass es auch in Ordnung ist, vielleicht, wenn man eben nicht so lange Beine hat und nicht den tollsten Busen hat und nicht die tollsten langen Haare, sondern dass man sehr wohl auch ein bisschen tricksen kann. Das finde ich eben wichtig. Das hört sich sehr, sehr schön an. In welchen Momenten kreieren Sie denn Ihre Mode? Ach, ganz schnell. Also ich brauche nicht viel. Also ich bin nicht der Typ, der Designer, der 3 Wochen nach Sylt muss und denkt, was mache ich jetzt? Also ich setze mich hin und dann zeichne ich gleich los. Ich mache Kollektionen an einem Wochenende. Also ich setze mich am Freitag hin, habe die Hunde im Arm, gucke ein bisschen Fernsehen oder so, lese oder mache so Musik an und dann zeichne ich durch, ganzes Wochenende. Und dann mache ich schon mal 300 Entwürfe an einem so einem Wochenende und dann am Montag sortiere ich nochmal ein bisschen
Und so passiert es. Also manchmal ist es auch im Flieger, im Auto. Ich habe die ganze Schuhkollektion mal am Flugzeug auf einer Warteposition. Bei 3 Stunden Verspätung habe ich die ganze Schuhkollektion entworfen. Ging ruckzuck. Manchmal, ich habe auch mein Buch geschrieben, ja im Grunde nur unterwegs. Im Zug, im Auto, im Flugzeug, überall morgens im Bett. Also ich bin mit mir sehr gut überall. Ich brauche da nicht so ein Räumchen nur für mich und keiner ist da und das Licht darf nur von Nord kommen. Das habe ich nicht. Also ich kann direkt anfangen, Gott sei Dank. Sie lassen sich einfach so inspirieren, Industriekind, sage ich immer. Also weil ich, glaube ich, nie was anderes wollte. Ich bin so scharf gestellt darauf. Das ist in mir angelegt, sonst wäre das ja eine Quälerei. Wenn das mal nicht mehr so wäre, habe ich immer gesagt, wenn mich jemand fragt, wann würdest du aufhören, Mode zu machen, dann würde ich sagen, ich würde es an dem Tag nicht mehr machen, wenn ich da sitzen würde und denken, oh Gott, was mache ich jetzt? Wenn ich spüren würde, ich interessiere mich mehr für mein eigenes Gestern als fürs Morgen. Da muss man beim Mode sagen, okay, jetzt ist vielleicht eine Zeit, wo man sich zurückziehen muss. Aber bis jetzt ist es noch nicht so. Aber Sie machen ja auch nur Mode für Frauen. Warum nicht mal für Männer? Doch, ich mache auch für Männer. In der Corporate mache ich Männermode. Aber ich habe es in den letzten 3-4 Jahren nicht mehr auf den Catwalks und im Vertrieb gemacht, weil ich mich auf die DOB spezialisiert habe. Wir werden jetzt aber zur nächsten Wintersaison wieder Männermode aufnehmen. Ein kleines Programm, aber eben schon auch Männer wieder aufzunehmen, weil ich finde es wichtig, aber ich liebe Männermode sehr. Ich muss sogar sagen, dass ich bei meiner Männermode fast etwas unkonventioneller sogar bin als bei der Damenmode, weil ich ein anderes Gefühl für Männermode habe als für DOB. Okay, was sind Ihre nächsten Projekte? Was steht an? Neue Kollektion im Herbst? Richtig, eine BH-Kollektion? Ja, ich mache die BH-Kollektion, aber ich habe gerade für Estée Dupont, das war ganz schön, so ein Schreibgerät entworfen, was eine riesen Freude war, muss ich sagen, weil die haben mich nach Karl Lagerfeld gefragt, ob ich das mache. Ich dachte, ich glaub's ja nicht, als die mich angerufen haben. Das habe ich gerade jetzt aktuell gemacht. Dann mache ich die neue Winterkollektion, das wäre gerade dabei. Da habe ich gerade eine neue Online-Kollektion gemacht. Ich mache für Heine noch mal eine Plus-Size-Kollektion. Dann mache ich gerade eine Schuhkollektion. Dann drehe ich natürlich das neue Programm Deutschlands schönste Frau, wo ich mich irre drauf freue. Diese große Samstagabendshow, die ich jetzt bekomme, die mich wirklich freue, weil das auch so ein großes Glück ist und auch eine Sendung, die für mich gemacht, geschrieben wurde. Das ist wie ein Riesending, finde ich. Dann ja, mache ich Shopping Queen, drehe ich schön brav weiter. Dann gehe ich nach Amerika jetzt wieder, weil ich in Amerika mein Ding mache. Mache gerade Lookbook-Shooting, das neue. Das neue Buch, ich bin fast schon fertig. Habe es mit Liebe, wirklich, könnt jeden Tag schreiben. Habe auch heute Morgen schon wieder. Und das sind so die, ich jetzt könnte mein Management sagen, bestimmt noch so eine Liste. Aber das sind so, glaube ich, die Hauptdinge. Und ich war in Urlaub. Wo geht's hin? Ich gehe nach Hause, in mein Haus nach Mallorca. Also jetzt im August nach Supertalent. Supertalent mache ich übrigens jetzt auch gerade noch. Das muss ich noch machen, nicht vergessen. Das mache ich noch und dann fahre ich in Urlaub ein bisschen. Also wir freuen uns auf alles, was kommt mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen und wir wünschen Ihnen einen ganz tollen Urlaub auf Mallorca und noch schöne Tage hier in Düsseldorf. Wir sind morgen auch dabei bei der Fashion Show. Da sehen wir uns genau. Ich bin so gespannt, weil ich habe noch nie in Düsseldorf eine Show gehabt. Wirklich noch niemals. Und ich bin immer nur in Berlin gezeigt und im Ausland und dachte ich jetzt endlich mal in Düsseldorf und da freue ich mich umso mehr. Ich freue mich auch total. Alles Gute, schönen Tag noch. Vielen Dank, Dankeschön. Tschüss.